Hallo und herzlich willkommen bei meinem neuen Video. Es spricht Garados Damage, ein metalliebender kleiner Junge. Ich habe immer gedacht, nichts, wirklich gar nichts. Es könnte die Welt untergehen und Lemmy Kilmister würde weiterhin leben. Doch ich habe mich getäuscht. Leider ist dieser im Jahre 2015, im Dezember verstorben. Es hat mich sehr, sehr mitgenommen, denn ich war ein großer Fan von ihm. Er hat seine Musik gelebt. Er hat nicht nur Musik gemacht, sondern diese auch verkörpert und wirklich gelebt. Tja. Und angesichts dessen, weil im Moment viele darüber reden, ja, und jetzt ist auch noch eine zweite Schreckensnachricht bekannt. David Bowie, auch ein sehr, sehr großer Musiker. Ein Weltstar, der viele inspiriert hat, ist leider auch verstorben. Ja, und deswegen, weil so viele darüber reden, wollte ich heute noch einmal ein kleines Video drehen, obwohl es eigentlich jetzt schon ganz viele auf YouTube davon gibt, ein kleines Ranking, meine Top 10 oder, naja, ihr werdet es dann gleich hören, meine Top 11 der verstorbenen Rocklegenden, wie sie für mich einfach so stehen und wie man sie auch, glaube ich, in mir nicht verändern könnte. Ihr werdet sehen. Yo, Film ab. Beginnen wir mit der Nummer 1. Die Nummer 1 ist ein Musiker seinesgleichen. Er ist der Mitbegründer des Reggae. Er ist eigentlich der berühmteste Rastafari-Mann, den man sich so vorstellen kann. Es ist natürlich Bob Marley. Eigentlich Robert Nesta Marley und ab 1981 Berhane Selassie. Aber man kennt ihn eben unter dem Namen Bob Marley. 6. Februar 1945 in Nine Miles in Jamaika geboren. Und am 11. Mai 1981 in Miami ist er in Florida letztendlich zu Grabe gegangen. Er hatte viele Tumore an der Lunge und am Herzen und sonst wo noch. Daran ist er leider gestorben. Es war eine Schande für ihn, wegen seiner Tumore und seiner Behandlung eben seine Dreadlocks, ja, abschneiden zu müssen. Denn das bedeutet, ja, man verliert seine Ehre in der Rastafari. Er hat seine Musik gelebt. Er war ein bedeutender jamaikanischer Sänger, Gitarrist und Songwriter. Ja, er war der Mitbegründer des Reggae, das sagte ich bereits. Und er hatte eine kleine Band, The Wailers, auch oft genannt Bob Marley and The Wailers. Ja, und sie wurden Mitte der 1970er auch international bekannt. Und fortan ging die Karriere eigentlich steil auf. Zu seinen bekanntesten Songs zählen, ja, Buffalo Soldier, Get Up, Stand Up, I Shot the Sheriff, No Woman, No Cry, Could You Be Loved, Redemption Song, ja, und Stir It Up. Neben seinem musikalischen Werk verbreitete Marley die Botschaft der Rastafari, was ich auch schon ansprach, für deren Anhänger und für viele Menschen der Dritten Welt war und ist Marley eine wichtige Identifikationsfigur. Leider verstorben. Ich bin ja eigentlich sehr versteift auf Metal, aber in letzter Zeit, ja, höre ich mir auch das ein oder andere Mal gerne Reggae an und Bob Marley gehört sicherlich dazu. Seine Musik bringt mir auch immer Gänsehaut ins Haus und die ein oder andere Träne rollt da sicherlich die Wange hinunter. Platz Nummer 10, Bob Marley.
Platz Nummer 9 teilen sich eigentlich zwei Musiker, deswegen könnte ich auch sagen, gut, das ist meine Top 11, aber diese stelle ich gleich und deswegen landen sie beide auf Platz 9. Die Rede ist von John Bonham und von John Lennon. Kommen wir zuerst aber mal zu John Bonham. John Henry Bonzo Bonham, genannt John Bonham, wurde am 31. Mai 1948 in Redditch, Roxburghshire geboren und ist am 25. September 1980 in Windsor, Berkshire gestorben. Ja, er war Schlagzeuger der britischen Rocklegendenband Led Zeppelin. Er gilt bis heute als einer der einflussreichsten Rockschlagzeuger seiner Zeit. In einer Umfrage des Rolling Stone, das ist ein Magazin, wurde Bonham 2011 von den Lesern zum besten Drummer aller Zeiten gewählt. Er kommt in meinem Ranking vor, weil ich das eigentlich unterschreiben kann. Denn wenn man sich mal nicht nur den Rock an sich von Led Zeppelin anhört, sondern mal wirklich auf die einzelnen Komponenten hört, Bass, E-Gitarre, Gesang, Schlagzeug, Keyboard, dann hört man das Schlagzeug immer wieder raus. Es ist unglaublich, wie man das immer wieder raushört. Es ist so charakteristisch für die Band. Und deswegen ist John Bonham einfach bei mir auf Platz 9 gelandet. Aber, ich sagte ja bereits, auch John Lennon ist für mich auf der 9 gelandet. John Lennon. John Winston Lennon, genannt John Lennon, ist am 9. Oktober 1940 in Liverpool geboren und am 8. Dezember 1980 in New York gestorben. Er war ein britischer Musiker, Komponist, Autor, Filmschauspieler und Friedensaktivist. Weltweit berühmt wurde er als Mitbegründer und Sänger und Gitarrist der britischen Rockband The Beatles, für die er, ja, neben Paul McCartney die meisten Stücke schrieb. Also, er war der kreative Kopf, beziehungsweise einer der kreativen Köpfe der Beatles. Neben Paul McCartney war er einer der kreativen Köpfe von The Beatles. Und The Beatles ist wohl der Anfang allen Übels, ja, der Rock- und Blues- und Metal-Geschichte, kann man sagen, sind die Beatles so die Vorreiter. Und deswegen gefällt mir John Lennon einfach so gut, weil seine Texte, er hat Let It Be geschrieben und ich könnte jetzt auch gerade wieder heulen, weil zum Beispiel dieser Song Let It Be einfach so unter die Haut geht, wenn man sich den mal so zu Gemüte führt. Und deswegen, John Lennon durfte in meinem Ranking einfach nicht fehlen. In der Auflösungsphase der Beatles veranstaltete Lennon gemeinsam mit seiner zweiten Ehefrau Yoko Ono ab Ende der 1960er Jahre mehrere öffentlichkeitswirksame Happenings für den Weltfrieden. Ja, das mag ich auch noch sehr an John Lennon, dass er sich, ja, eben sehr für den Weltfrieden einsetzte. Er gab mehrere Konzerte Ehrens zum Weltfrieden. Die Einnahmen dieser Konzerte spendete er regelrecht. Einfach, mir bleibt die Spucke weg. Also, ich kann nicht viel zu diesem Typen mehr sagen. Das ist unbeschreiblich. Er darf auf jeden Fall nicht in meinem Ranking fehlen. Und deswegen, ja, John Lennon und John Bonham auf der 9. Jetzt wird es für mich noch einmal sehr emotional, denn auf Platz 8 befindet sich ein sehr, sehr kreativer Kopf. Ein großartiger Mann, ein sehr, sehr großartiger Pianist und Klavierspieler und Keyboarder. Er ist einer der Mitbegründer der legendären britischen Rockband Deep Purple. Die Rede ist von John Douglas Lord, genannt John Lord. Er ist am 9. Juni 1941 in Leicester, England geboren und er verstarb leider
am 16. Juli 2012 in London. Er war ein britischer Musiker, der in erster Linie, ja, als starkes Gründungsmitglied der Hardrock-Band Deep Purple bekannt wurde. John Lord gilt als einer der Wegbereiter und deswegen mag ich ihn sehr. Und ich liebe ihn. Einfach überkrass als Rocklegende. Der Kombination von Rock und Klassik. Er war der Erste, der gesagt hat, man muss Rock mit Klassik kombinieren. Und das tat er auf so eine emotionale, krasse Art und Weise, ja, dass John Lord einfach in meinem Ranking nicht fehlen darf. Puh, da bleibt mir erstmal das Wort im Munde weg. John Lord, ein unglaublicher Musiker, ein unglaublich kreativer Kopf, der einiges geleistet hat für die Band Deep Purple. Ja, er hat kurzzeitig Deep Purple verlassen für Whitesnake, ist dann aber wieder in die Band Deep Purple mit eingestiegen und hat dann nochmal, ich glaube es waren 6 oder 7 Studioalben mit Deep Purple aufgenommen. Also ein sehr, 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 sehr kreativer Kopf, der einfach in meinem Ranking nicht fehlen darf. John Lord, I believe in you. I trust in you. Warum müssen die Besten immer so früh gehen? Die einen finden in ihm einen sehr großen Ruhepool. Die anderen können ihn gar nicht leiden. Nun, bei mir in der Familie ist es so, dass eigentlich alle ihn sehr leiden können. Ich habe ihn leider viel zu spät entdeckt. Ich dachte immer, puh, nee, den kann ich mir gar nicht anhören. Das geht gar nicht. Aber inzwischen ist er einfach so krass mir an die Seite gewachsen, dass er hier auf jeden Fall den Platz 7 verdient hat. Die Rede ist von einem sehr, sehr großen Sänger, der meiner Meinung nach viel zu früh gestorben ist. Die Rede ist von Freddie Mercury, 5. September 1946 als Farrokh Bulsara in Zanzibar statt, heute Tansania, geboren und am 24. November 1991 in Kensington in London ist er verstorben. Er war einer der bedeutendsten Rocksänger der 1970er und 1980er Jahre. Er wurde als Mitbegründer, Komponist und Leadsänger der Band Queen sehr, sehr, sehr bekannt. Mercury komponierte Welthits, wirkliche Welthits, und das muss man sich mal reinziehen, dass jeder diese Songs kennt. Ja. Bohemian Rhapsody 1975 oder We Are the Champions 1977. Das ist... Ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich davon rede. Das ist so unglaublich. Wie gesagt, anfangs konnte ich mit diesem Mann überhaupt gar nichts anfangen, auch mit seiner Art nicht, aber dann habe ich mich in seine Texte hineinversetzt. Ich habe mir immer öfters seine Musik angehört und ich habe versucht, mich auch ein Stück weit in seine Biografie, in sein Leben hineinzudenken, und ich habe einfach gemerkt, es gibt eigentlich als Sänger eigentlich keinen besseren. Freddie Mercury ist für mich einer der weltbesten Sänger und deswegen also echt verdient, ja, hier in meinem Ranking aufzutauchen. Auf Platz 6 haben wir einen jungen Mann, der es zu großem Ruhm geschafft hat, aber mit dem Erfolgsgeheimnis, mit dem Erfolgsrezept, ja, gar nicht so wirklich umgehen konnte. Er wollte eigentlich
im Stillen seine Musik machen und gar nicht so groß und bekannt werden. Tja, und heute, ja, da ist er eine echte Rocklegende, kann man schon echt zu ihm sagen. Die Rede ist vom Frontman von einer sehr bekannten Band von Nirvana. Kurt Donald Cobain, genannt Kurt Cobain, 20. Februar 1967 in Aberdeen, Washington, geboren und am 5. April 1994 in Seattle gestorben. Er war ein US-amerikanischer Grunge-Musiker. Man kann sogar fast sagen, dass er den Grunge einfach komplett revolutioniert hat. Ja, er war Sänger und Gitarrist der Band Nirvana. Und er wurde damit berühmt, eigentlich für jedes Lied, was für Nirvana steht. Kann man so sagen. Die bekanntesten Songs sind jedoch Rape Me, Come As You Are, Smells Like Teen Spirit, Heart Shape Box und so weiter und so fort. Aber eigentlich sind alle Songs von Nirvana echt krass. So bekannt, das ist krass. Ja, und das ist wohl auch, ja, ja, der wohl tragischste Tod. Also, man munkelt ja immer noch. Man weiß noch nicht so ganz genau, ob die Geschichte stimmt. Aber er soll sich halt 1994 in seinem eigenen Wohnzimmer eine Überdosis Heroin verpasst haben. Und dann soll er sich mit der Shotgun, ja, eben in den Kopf geschossen haben. Was ich nicht so ganz glauben kann, weil nach einer Überdosis Heroin würde ich, glaube ich, es nicht mehr schaffen, eine Shotgun, eine Pumpgun in die Hand zu nehmen und dann noch abzudrücken. Also deswegen, ja, halte ich das für vage. Es gibt ja Gerüchte, dass seine Frau da mit im Spiel war und ihn umgebracht hat. Nichtsdestotrotz, dieser Mann, dieser Kurt Cobain, wird auf jeden Fall mit seinen Songs in meinem Herzen weiterleben und er hat's mehr als verdient, in meinem Ranking aufzutauchen. Kurt Cobain, man kennt auch sicherlich das bekannte Bild von ihm, wie er einfach mit seiner Akustikgitarre da sitzt. Ja, und der sich, ich sag jetzt einfach mal in Anführungszeichen, eine Zigarette raucht. Kenner wissen, was er da im Munde hat. Und er wird einfach auf ewig eine Rocklegende bleiben. Hier kommt Platz 5, eine sehr düstere Geschichte. Von einem, ja, mehr als kreativen Musiker. Er war so kreativ, dass er, ja, sich letztendlich durch seine Kreativität in einer Depression befand und letztendlich die eigentliche Hauptband verließ und er doch einen sehr tragischen Tod erlitt. Ja, seine Band ist oder hieß Pink Floyd. Er war wirklich der kreativste Kopf, er schrieb die meisten Songs für Pink Floyd. Die Name ist von Syd Barrett. Er hieß Roger Keith Barrett. Am 6. Januar 1946 wurde er in Cambridge geboren und er verstarb am 7. Juli 2006. Ja, er war ein britischer Gitarrist und Sänger und Songwriter, sowie Komponist, sehr, sehr erfolgreich in seinem Tun. Er war einer der Mitbegründer und wirklich der kreativste Kopf der Band Pink Floyd, bis er diese 1968 aufgrund beginnender psychischer Probleme verlassen musste. Danach, also nach dem Verlassen seiner Band, nahm er noch zwei Solo-Alben auf, die veröffentlichte er und dann zog er sich Mitte der 1970er ja, komplett eigentlich aus der Öffentlichkeit zurück. Barrett gilt heute mit seinem ausdrucksstarken Gitarrenspiel, ja, und seinen fantasievollen Kompositionen eben als Pionier des Psychedelic Rock und des Space Rock. Ja, das ist quasi einer der einflussreichsten, der den Psychedelic Rock und den Space Rock eben richtig, richtig krass revolutioniert haben. Und deswegen ist es auch so schade, dass so ein kreativer Kopf, ja, so ein kreativer Mensch eben sich in einer Depression befindet und da nicht mehr rauskommt und dann die eigentliche Hauptband Pink Floyd verlassen muss. Ja, und dann eigentlich
nur noch so zwei Solo-Alben, so Larifari, aufzunehmen und sich dann ganz zurück zu schmeißen und sich von der Öffentlichkeit gänzlich abzuseilen, das ist schade. Aber Syd Barrett, wenn man sich mal seine Texte, die er selbst geschrieben hat, seine Musik genauer anhört, dann versteht man vielleicht, warum ich ihn auf Platz 5 gewählt habe. Syd Barrett, der ja eigentliche Star von Pink Floyd. Auf Platz Nummer 4 steht ein Mann, der könnte für mich eigentlich auch auf Platz 1 gewählt werden, aber auf Platz 1 ist halt jemand für mich, der mich emotionaler berührt hat. Deswegen ist Ronnie James Dio hier auf Platz 4 gelandet in meinem Ranking. Ronnie James Dio, eigentlich Ronald James, Paravona genannt, 10. Juli 1942 in Portsmouth in New Hampshire geboren. Und der 16. Mai 2010 war wohl in Houston ein sehr trauriger Tag, denn da verstarb Ronnie James Dio. Ich weiß es noch bis heute, am 16. Mai 2010 ging es selbst mir nicht ganz gut, weil dieser Musiker hat mich einfach in seiner Lebensart und Weise sehr, sehr, sehr inspiriert. Und deswegen findet er auf jeden Fall einen Platz in meinem Herzen. Er war ein US-amerikanischer Hardrock- und Heavy-Metal-Sänger von Bands wie Elf, Rainbow, Black Sabbath, Dio oder Heaven and Hell. Ja, und er galt in diesem Bereich der Musik als einer der bedeutendsten Sänger. Und er, so sagt man, machte die Mano Cornuta im Heavy-Metal bekannt. Das ist die, auf gut Deutsch gesagt, Pommesgabel. Aber es gibt Gerüchte, dass, beziehungsweise Bilder, die das beweisen, dass andere Musiker das schon vorher getan haben, weil eigentlich ist die Mano Cornuta ein christliches Zeichen. Das ist so eine gehörnte Hand, die eigentlich damals im christlichen Glauben das Böse abwenden sollte. Und man weiß, dass Ronnie James Dio Familie sehr christlich war, sehr, sehr, sehr strenggläubig und seine Großmutter dieses Zeichen immer wieder anwandte, um das Böse abzuwenden. So hat er dieses Zeichen benutzt auf der Bühne, um vielleicht das Böse abzuwenden, damit er seine Konzerte gut übersteht. So munkelt man jedenfalls. Ja, Ronnie James Dio spielte mit 15 in seiner ersten Band. Ja, sein Aufstieg zu einem der profiliertesten Metal-Sänger begann aber erst 1975, als er sich der vom ehemaligen Deep Purple-Gitarristen Ritchie Blackmore gegründeten Band Rainbow anschloss. Aber den Metal-Olymp erreichte er schließlich 1980, als er für Ozzy Osbourne Sänger bei Black Sabbath wurde. Jener britischen Band, die das Ganze seit den 60er Jahren entscheidend mitgeprägt hatte. Heaven and Hell war das erste Album dieser Sabbath-Inkarnation. Die Fanreaktionen auf Mob Rules 1981 und Live Evil 1983 und Dehumanizer 1992 bewiesen, dass Dio und seine Formation als Black Sabbath ja akzeptiert wurden. Allerdings gibt es immer noch Kritiker und ich gehöre eigentlich dazu. Black Sabbath ist für mich Ozzy Osbourne, weil er einfach Ozzy Osbourne auch mitgegründet hat. Viele andere Musiker, so wie zum Beispiel Lars Ulrich aus Metallica, ja, sind auch sehr betrübt über den Tod von Ronnie James Dio. Und Lars Ulrich schrieb: "Ich will, dass du weißt, dass du einer der Hauptgründe dafür warst, dass ich es auf die Bühne geschafft habe. Als ich dich 1975 mit Deep Purple in Elf das erste Mal sah, war ich komplett hin und weg von der Kraft in deiner Stimme, deiner Bühnenpräsenz, deinem Selbstvertrauen und der Leichtigkeit, mit der du 6000 Dänen und einen 11-jährigen Jungen mit leuchtenden Augen berührt hast." Ja, das ist sehr episch. Das berührt auch mich. Und deswegen ist Ronnie James Dio ganz klar
in meinem Ranking vertreten. Aber ja, leider nicht auf der 1 oder auf der 2 oder auf der 3. Kommen wir doch jetzt zum Treppchen. Living easy, loving free. Season ticket on a one-way ride. Ask you nothing, leave me be. Taking everything in my stride. Don't need reason, don't need rhyme. Ain't nothing that I'd rather do. Going down, party time. My friends are going be there too. I'm on the highway to hell. On the highway to hell. Highway to hell. I'm on the highway to hell. Ich weiß, ich bin nicht der beste Sänger, aber jetzt wissen alle, Platz 3, der erste Mann auf dem Treppchen in meinem Ranking, ist ganz klar Bon Scott. Ronald Belford Bon Scott. 9. Juli 1946 in Forfar, Angus, Scotland geboren. Und 19. Februar 1980 in London ist er verstorben. Er war ein britisch-australischer Sänger und Songwriter. Ja, Bekanntheit erlangte er als Sänger der australischen Rockband, natürlich Gleichstrom, Wechselstrom, AC/DC. Von 1974 bis zu seinem Tod im Februar 1980. Der Spitzname Bon hat seinen Ursprung in den schottischen Lied Bonnie Scotland, das auch als Instrumental auf dem AC/DC Live-Album enthalten ist. Sollte man sich mal reinhören, denn das ist ziemlich geil. Ja, nach seinem Tod widmeten AC/DC ihm mit dem neuen Sänger Brian Johnson das Album Back in Black, welches als das am dritthäufigsten verkaufte Album in der Musikgeschichte einging. Ja, welches war das meistverkaufte Album? Natürlich von, richtig, dem Mann, dem unser Michael Jackson auf jeden Fall, Thriller, das war das meistverkaufte Album. Aber es geht ja hier um Bon Scott, ja. Das ist eine sehr komische Geschichte mit dem Album Back in Black, weil eigentlich haben die Bandmembers von AC/DC damals schon nachgedacht, Bon Scott aus der Band zu schmeißen, weil das war eigentlich so der abgedrehteste Kopf. Er war der übelste Junk, den man sich vorstellen kann. Ja, bis zuletzt hat er die Band nicht weit vorangetrieben, obwohl ja das bedeutendste Album von AC/DC ist und bleibt halt Highway to Hell. Es ist einfach so. Für mich persönlich jetzt nicht, aber es ist einfach so. Und ja, dann wollten sie eigentlich ein Album rausbringen, das quasi den Hass auf Bon Scott ja darlegt. Aber dann haben sie es doch Back in Black genannt und haben doch ein wenig um ihren alten, ja, einfach Freund und Frontman der Band AC/DC zu trauern, also um ihm zu zeigen, yo, du warst ein Teil von uns. Und Bon Scott war wirklich ein Teil von AC/DC und auch eigentlich die Stimme von AC/DC. Also singen konnte er nicht wirklich, das war mehr so ein, ja, eher Gekreische, Gegröle, was auch immer. Ziemlich viele Töne gingen daneben, also wirklich viele gute Töne kamen da nicht raus, aber Ronnie James Dio auf Platz 4 ist schon gerechtfertigt und auf der 3 Bon Scott, das ist auch für mich ja sehr gerechtfertigt, weil eigentlich in meiner ganzen Familie keiner eine Abneigung gegen AC/DC zeigt. Alle feiern diese Band, ich feiere sie auch. Die neueren Sachen sind etwas, ja, überbewertet, muss ich auch so sagen. Es ist einfach so.
AC/DC ist ein bisschen überbewertet in der heutigen Zeit. Nichtsdestotrotz habe ich sie 2015 erst live gesehen in der Gelsenkirchen Veltins-Arena. Es war atemberaubend, das Konzert. Dennoch, dass ich denke, dass sie in der heutigen Zeit etwas überbewertet sind. Also, das neue Album Rock or Bust habe ich mir nicht mal ganz komplett angehört, weil ich mir dachte, das hört sich einfach so wie Black Eyes an, wo sich eigentlich fast jeder Song gleich anhört. Also die alten Sachen, die bringen's, die neuen nicht so. Bon Scott war einfach in den ersten Jahren der Kopf von AC/DC und eigentlich war er auch da nicht wegzudenken. Ja, und heutzutage ist Brian Johnson nicht mehr von AC/DC wegzudenken, weil er war der Einzige, der letztendlich die Stimme von Bon Scott, ja, so gut nachahmen konnte, so gut imitieren konnte, dass er in die Band aufgenommen wurde. Ja, Bon Scott war ein sehr komischer Kopf, aber sehr kreativ. Wer Zeit und Lust hat, sollte sich auf jeden Fall mal die Biografie von ihm angucken. Jetzt nicht nur auf Wikipedia hier zwei, drei Sätze lesen, sondern mal wirklich sich das Buch kaufen. Sehr interessant, ich habe es gelesen. Also, ich könnte noch Stunden über diesen Mann reden. Bon Scott. Das ist ein krasser Typ gewesen. Wer könnte jetzt auf Platz 1 sein? Cliff Burton? David Bowie? Elvis Presley? Lemmy Kilmister? Mal sehen. Erstmal zu Jimi Hendrix, Platz Nummer 2. James Marshall Hendrix, genannt Jimi Hendrix, 27. November 1942 in Seattle, Washington geboren und am 18. September 1970 in London ist er gestorben. Er war ein US-amerikanischer Gitarrist, Komponist und Sänger. Ja, und das Gitarrist, das kann ich fünffach, zehnfach, millionenfach unendlich unterstreichen, denn seine Gitarrensounds sind bis heute echt, ja, also nicht nachzuspielen. Ich habe schon viele Cover-Bands gesehen oder Cover-Menschen gesehen, die Jimi Hendrix imitieren wollten, aber an Jimi Hendrix kommt einfach keiner ran. Er war der erste Mann, der die Gitarre mit den Füßen, mit den Zähnen, mit den Augen, mit der Nase, mit den Händen, hinterm Rücken, über, unter, der hat die Gitarre da gespielt, wo man es nicht vermutet hätte. Also, der war echt krass. Hendrix, der wegen seiner experimentellen und innovativen Spielweise auf der E-Gitarre als einer der bedeutendsten Gitarristen gilt, ja, hatte nachhaltigen Einfluss auf die Entwicklung der Rockmusik mit seinen Bands. Er hatte mehrere. Unter anderem nämlich The Jimi Hendrix Experience oder The Gypsy Sun and Rainbows hatte er Auftritte auf den populärsten Rockfestivals oder Musikfestivals in Anführungszeichen kann man sagen seiner Zeit. So 1967 beim Monterey Pop Festival oder 1969 das legendäre Woodstock Festival, was es so nie wieder gegeben hat. Ja, und 1970 auf der Isle of Wight. Ja, warum ist er bei mir auf Platz 2 gelandet? Ganz einfach, weil ich seine Stimme in Anführungszeichen, denn singen, ja, hat er auch nicht so drauf gehabt. Er hätte sich doch mehr auf das Gitarrenspiel versteifen sollen, aber er hat sich leider immer mehr, ja, auf einen größeren Drogenkonsum versteift, beziehungsweise er hat eigentlich gar keinen härteren Drogen, ja, genommen, sondern eher immer wieder mal und das des Öfteren und sehr oft und immer wieder, ja, sich einen Joint geraucht. Daher kommt auch wahrscheinlich der Name Purple Haze. Er hat einen Song geschrieben, weil zu seiner Zeit, zu dieser Hippie-Zeit, da gab es noch, ja, ich sag einfach mal in Anführungszeichen Krautsorten,
Ja, dessen Herstellungsart einfach heute unbekannt ist, weil sie über die Jahre verloren gegangen ist und das muss wohl so berauschendes Zeug gewesen sein, dass er sich damit letztendlich am 18. September 1970 so wegschoss, dass er dann davon sich übergeben musste und dann ist er hingefallen und ja, ist quasi mit dem Erbrochenen und dem Kragen seiner Jacke in seinem Mund erstickt und daran gestorben. Leider. Ja, auf Platz 2 ist Jimi Hendrix ein so bedeutender Musiker für mich, weil sein Gitarrenspiel begeistert mich immer wieder. Mein Ein und alles im Rockwesen, Jimi Hendrix, also gar nicht mehr für mich wegzudenken. Meine ganze Familie feiert Jimi Hendrix übelst. Das ist krass. Immer wenn ich das anmache, kommt meine Mutter direkt runtergelaufen und sagt: Boah, geile Songs, geile Stücke, weil es ist einfach so und es ist wirklich so, dass bis heute der Sound von Jimi Hendrix, von seiner Gitarre, er wurde einfach nie kopiert. Er kann nicht kopiert werden. Er ist einzigartig und auch in seiner Lebensweise, ja. In seiner Art und Weise, seine ganze Friedensbewegung, die dahinter steckt, das inspiriert mich auch immer wieder, seine Musik zu hören. Und nicht nur einfach die Musik zu hören, sondern auch wirklich mal auf die Texte zu achten. Was steckt dahinter? Was denkt sich so jemand, ja? Und warum ist er so populär geworden und wirklich weltbekannt? Also Weltmusiker, die zu seiner Zeit, zu seinem Tod noch am Leben waren, die haben echt getrauert. Da wurden Sachen geschrieben, die habe ich mir mal durchgelesen, die habe ich jetzt aber leider nicht mehr im Internet gefunden. Da musste ich echt heulen, was andere genauso erfolgreiche Musiker über so einen Musiker, der eben dann verstorben ist, geschrieben haben. Das ist echt krass. Das ist hart. Das ist hart. Ja, dann folgt jetzt noch Platz 1. Ja, auf Platz 1, da könnten jetzt viele stehen. Ich sagte vorhin schon, Ronnie James Dio könnte mit Sicherheit auf Platz 1 stehen. Lemmy Kilmister könnte auf Platz 1 stehen. Eigentlich sogar John Lord auf Platz 1, aber es gibt jemanden, den ich noch mehr feiere, den ich noch mehr liebe als die vorher genannten Musiker. Die Rede ist von einem so abgedrehten Kopf, von so einem kreativen Kopf, aber dennoch so abgespaceden Kopf, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die Rede ist von James Douglas. Morrison, Jim Morrison. Am 8. Dezember 1943 in Melbourne, Florida, ist er geboren. Ja, und er verweilte nicht lange auf unserer Erde, denn im Juli, am 3. Juli genauer gesagt, 1971, ist er in Paris in seiner Wohnung dann gestorben. Er war ein US-amerikanischer Sänger und Songwriter und ein sehr bekannter Lyriker. Er wurde sehr bekannt als Frontman der Rockgruppe The Doors, deren Liedtexte überwiegend von ihm stammten. Also er hat eigentlich quasi 90% der Lieder von The Doors geschrieben. Deswegen gibt es auch ein Album, das ihm gebührt, nämlich das Morrison Hotel. Jim Morrison gilt als Rockmusiker, der die Fantasien, Visionen, Ängste und die Selbstdestruktivität der Generationen der späten 1960er Jahre artikulierte und exemplarisch eben immer wieder auslebte. Er zählt einfach zu den charismatischsten Persönlichkeiten der Rockmusik. Also in seiner Zeit war er einfach so der Größte. Gemeinsam mit dem Doors, also mit seiner Band, erweiterte er das Repertoire der Rockmusik um mehrschichtige Konzeptstücke und Formen des Rocktheaters. Ja, er war quasi der Vorreiter des typischen Blues, kann man sagen. Ja. Er
Er hat einfach viele Leute inspiriert, viele Musiker inspiriert. Er produzierte sogar einen Dokumentarfilm über The Doors sowie einen experimentellen Spielfilm. Morrison war eine der zentralen Symbolfiguren der Hippie-Zeit und einfach deren Kultur. Ja, er war sehr bekannt dafür, dass er sein Rock-Musikleben sehr stark auslebte und das auch mit einem überhöhten Drogenkonsum tat und deswegen daran auch letztendlich leider verstarb. Und ja, leider zu Grabe ging. Also wirklich ein sehr tragischer Tod, denn es gibt keinen anderen Rockmusiker für mich, der so bedeutend ist, was die Texte angeht, was die Musik angeht, was die Lebensweise angeht. Okay, die Drogen weggelassen natürlich. Aber das ist krass. Und jedes Mal, wenn ich seine Musik höre, habe ich pure Gänsehaut. Und ach, pures Rock-Feeling in mir drin. Und das ist einfach krass. Mir fehlen echt die Worte, aber zu Recht auf Platz 1 für mich, Jim Morrison. Ich versuche noch gerade im Internet herauszufinden, was vielleicht andere Musiker über seinen Tod sagten. Wenn ich hier was finde. Leider finde ich dazu nichts mehr. In stillen Gedenken an die vielen Rocklegenden, die ich hier aufgezählt habe, möchte ich dieses Video auch beenden und wer sich genauer mit dem Thema mal auseinandersetzen möchte, einfach mal genauer auf die Texte hören, genauer auf die Spielweisen der jeweiligen Instrumente, die diese Rocklegenden letztendlich verkörpert haben, einfach mal hinhören und sich genauer die Musik zu Gemüte führen. Ja, und dann möchte ich dieses Video auch an dieser Stelle beenden. Euer Garados Damage dankt euch für das lange Zuhören. Ihr könnt das Video gerne kommentieren. Und dann sag ich tschö mit Ö und ciao mit V. Bis zum nächsten Mal, euer Garados Damage. Tschüss.